Irmgard Gries von Ineos ist jetzt als Nächste an Bord. Danke, Frau Präsidentin. Frau Präsidentin des Rechnungshofs, meine Damen und Herren. Über den Bericht des Rechnungshofs über die Bezüge der gemeinnützig, der Vorstandsmitglieder und Geschäftsführer von gemeinnützigen Bauvereinigungen ist ja schon einiges gesagt worden. Der Herr Abgeordnete Gahr hat auch Einzelheiten gebracht. Und tatsächlich, wenn man den Bericht liest, man fühlt sich wie im Schlaraffenland. 17 Monatsbezüge, Überstundenpauschale, Ablösen von nicht konsumierten Urlauben. Also alles, was das Herz begehrt und das bei einer gemeinnützigen Bauvereinigung. Jetzt wäre es aber falsch, den schwarzen Peter nur den Gremien in den Bauvereinigungen zu geben, die diese Vereinbarungen abschließen. Auch den Gesetzgeber trifft hier ein Vorwurf. Denn die Absicht bestand, Höchstgrenzen für die Bezüge von Leitungsorganen von gemeinnützigen Bauvereinigungen festzusetzen. Und zwar der Paragraph 26 Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz sagt, dass der monatliche Bezug eines Leitungsorgans den Endbruttobezug eines Beamten der 9. Dienstklasse nicht überschreiten darf. Und zwar, dass die Vereinbarung darüber das nicht überschreiten darf, woraus geschlossen wurde, spätere Erhöhungen sind zulässig. Wir haben hier also eine Norm, die seit 1994 besteht. Jeder hat gewusst oder konnte wissen, dass das in der Praxis nicht so gelebt wird, wie man sich das vielleicht erhofft hat. Man ist aber mehr oder weniger augenzwinkernd darüber hinweggegangen. Und das ist für den Rechtsstaat ganz bedenklich, weil man das Gefühl bekommt, dass eigentlich es nicht so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird. Und daher haben wir einen Antrag eingebracht, Paragraph 26 Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz zu ändern, und zwar in Richtung fixer Jahresbezüge und klarer Vorschriften, dass das All-in-Verträge sein müssen. Und außerdem wäre es wünschenswert, wenn der Rechnungshof nicht nur 20 der 179 gemeinnützigen Bauvereinigungen prüfte, sondern wesentlich mehr und auch andere Bauvorhaben, weil seine Arbeit für den Staat, für das Controlling im Staat außerordentlich wertvoll ist. Danke. Irmgard Gries von Ineos sagt, nicht nur die Gremien in den Bauvereinigungen seien schuld an den Vorgängen bei gemeinnützigen Wohnbaugesellschaften, auch der Gesetzgeber trage Verantwortung, denn der hätte die Jahresbezüge festgelegt. Wolfgang Zingli von der Liste Pilz. Frau Präsidentin, auch ist eh schon alles gesagt worden, aber ich stoße gerne ins gleiche Horn. Der Rechnungshof gibt gerne Empfehlungen ab, das wissen wir. Aber diese Empfehlungen, die werden oft missverstanden. Es gibt Empfehlungen und Empfehlungen. Also die Empfehlungen sind nicht von der strengen Tante, die man entweder erfüllt oder nicht, sondern es gibt Empfehlungen, die eigentlich notwendigerweise umzusetzen sind, wenn beispielsweise Gesetzesverletzungen vorliegen. Gesetzesverletzungen zum Beispiel gegen das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz, Paragraph 8, wenn Wohnungen an professionelle Investoren verhökert werden, wo eigentlich der Staat, wo wir alle die Gemeinnützigkeit mehr oder weniger mitbezahlen. Das heißt, dass Menschen, die halt dringenden Wohnbedarf haben, deren Einkommen auch nicht besonders hoch ist, dass die unterstützte Wohnungen erhalten. Und wenn dann diese Gesellschaften, diese Wohnbaugesellschaften, diese Wohnungen an private Investoren weitergeben, die sie dann ihrerseits vermieten und verkaufen, dann ist das eindeutig gegen das Gesetz und das ist keine Empfehlung im Sinne, kann man eventuell was dagegen machen, sondern da ist dringender Handlungsbedarf, genauso wie bei den von bisher allen Abgeordneten kritisierten Bezügen der Vorstände. Es wird niemand leugnen, dass das Gesetz eine andere Intention hat. Das Gesetz hat eindeutig die Intention, hier eine Obergrenze einzuziehen mit monatlich 10.460
Euro. Und das kann natürlich dann umgangen werden, indem man, wir haben es schon gehört, 17 Monatsgehälter ausbezahlt, indem Überstundenpauschalen kommen, Prämien, Jubiläumszahlungen, also da gibt es alle möglichen Varianten. Das ist eine Umgehung der Intention, ganz eindeutig. Ja? Und wenn das Gesetz im Paragraph 26 ohnehin noch die Möglichkeit schafft, 15.700 pro Monat zu verdienen, wenn nämlich mehr als eine gemeinnützige Wohnbaugesellschaft, Vereinigung sozusagen betreut wird, dann ist das vielen auch noch zu wenig. Und wenn man dann im Ausschuss fragt, wie viel verdienen Sie eigentlich, erhält man keine Auskunft, weil Datenschutz oder was ich. Dafür hat aber der Rechnungshof aufgezeigt, dass es das doppelte Gehalt ist eines Sektionsleiters in einem Bundesministerium und 25 Mal höher als das, was der Bürgermeister von Wien verdient. Dazu kommen dann noch so horrende Beträge, dann Pensionszahlungen von bis zu 12.000 Euro im Monat und so weiter. Das von gemeinnützigen Bauvereinigungen. Und jetzt hat die Ministerin Schramböck freundlicherweise im Ausschuss gesagt, das muss man natürlich ändern, da müssen wir eine neue Regelung, neue Verordnungen, Gesetze, was immer. Sie hat auch darauf hingewiesen, dass Führungskräfte in diesem Bereich heute höher bezahlt werden müssten als im Bundesdienst, weil man sonst nicht die besten Leute bekommt. Und werte Kolleginnen und Kollegen, das Argument kenne ich. Also das kenne ich nur zu gut aus der Museumspolitik. Und ich frage mich, ob wir dann tatsächlich die besten Beamten haben. Weil wenn die Beamten offensichtlich nicht höher bezahlt werden, weil sie ohnehin die Qualität nicht liefern, nur bei den Wohnbaugesellschaften die höhere Qualität notwendig ist und daher auch die höheren Gehälter, dann ist da irgendwas nicht richtig. Und die Marschrichtung der Ministerin ist auch klar, weil sie uns gesagt hat, dass die Überstundenpauschale erhöht werden soll. Und wie die Kollegin Gries ganz richtig gesagt hat, wir brauchen keine Überstundenpauschalen mehr, wir brauchen fixe Jahreshöchstgrenzen, wir brauchen All-In-Verträge und wir brauchen vor allen Dingen keine Prämien. Bei keinem dieser staatlich ausgegliederten Institutionen glaube ich, dass wir überhaupt Prämien brauchen. Die Führungskräfte verdienen enorm viel Geld, weil man ihnen ja Institutionen anvertraut in der Hoffnung, dass sie mit nach bestem Wissen und Gewissen optimal den Betrieb führen und wirtschaften. Und wenn dann Zielvorgaben gegeben werden, damit Prämien erreicht werden, Zielvorgaben wie zum Beispiel, wie wir es gehört haben im Ausschuss, dass das Jahresergebnis positiv ist, dann frage ich mich nur, ja, was soll denn so ein Vorstandsmitglied überhaupt sonst machen? Also das diese einfachen Zielvorgaben, die er selbstverständlich erfüllen muss und dafür ja auch viel Geld bekommt, zu erfüllen. Also er bekommt erst einmal viel Geld monatlich, weil er ja die Aufgabe hat, Zielvorgaben zu erfüllen, und dann bekommt er doch eine Prämie, wenn er es tatsächlich schafft. In Wirklichkeit müsste er entlassen werden, wenn er es nicht schafft und ohne Prämien diese Aufgabe selbstverständlich erfüllen. Ich hoffe, Frau Ministerin, dass Ihre, Frau Rechnungshofpräsidentin, dass Ihre Empfehlungen fruchtbar sind und dass wir sehr bald hier eine Änderung erleben. Danke. Wolfgang Zingel von der Liste Pilz sagt, es brauche fixe Jahreshöchstgrenzen und keine Prämien für Führungskräfte in gemeinnützigen Wohnbauvereinen. Johann Singer von der ÖVP ist nun am Wort. Danke, Herr Präsident, Frau Präsidentin des Rechnungshofes, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Der Rechnungshof hat auch die Gebarung der gemeinnützigen Bauvereinigung GESIBA geprüft. Die GESIBA ist fast zur Gänze mit 97,97% im Eigentum der Stadt Wien. Gemeinnützige Bauvereinigungen haben vom Gesetz her beschränkte Möglichkeiten, Überschüsse zu erzielen, und diese Möglichkeiten wurde von der GESIBA weitestgehend ausgeschöpft. Etwa was die Verzinsung der eingesetzten Eigenmittel betrifft. Hätte man die Zinsen sozusagen marktkonform gehalten, hätten die Bewohnerinnen und Bewohner weniger Miete zahlen müssen. Zum Personalaufwand wird festgehalten, dass neben dem eigentlichen Gehalt auch Zulagen gewährt wurden. Dabei gab es keine klaren Kriterien, wo denn nun die außergewöhnlichen Leistungen bestanden haben. Ebenso großzügig zeigte sich die GESIBA bei den Pensionen und Bezügen, die man ehemaligen Vorstandsmitgliedern gewährte. Welche Lehren sind nun zu ziehen
aus diesem Bericht. Für mich ist die Lehre 1, die Wiener SPÖ redet gerne von leistbaren Wohnen und wie wichtig ihr der soziale Wohnbau ist. Konkret sieht es in der Praxis anders aus, wie der Rechnungshof schreibt, und zwar zu Ungunsten der Mieterinnen und Mieter. Lehre 2, bei der G7 liegt kein gesetzwidriges Verhalten vor, es wurden aber die Möglichkeiten, die das Gesetz bietet, weitgehend ausgereizt. Darauf werden wir als Gesetzgeber eine Antwort finden müssen. Vieles, was der Rechnungshof dem Gesetzgeber empfiehlt, sehr geehrte Damen und Herren, setzen wir bereits um bzw. wird bald umgesetzt. Etwa die veralteten Bestimmungen zu den Bezugsobergrenzen im Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz. Hier hat unsere Bundesministerin Margarete Schrambeck auch bereits Verbesserungen angekündigt. Quasi Vorarbeiten dazu leisten wir die neue Gebauungsrichtlinienverordnung, wo etwa klare Grenzen für variable Bezüge eingezogen werden. Bereits im ersten Halbjahr dieses Jahres haben wir dafür Sorge getragen, dass Umgehungsgeschäfte wirksam verhindert werden. In der Vergangenheit war es immer wieder zu Versuchen gewinnorientierter Unternehmungen gekommen, der Gemeinnützigkeit Vermögen zu entziehen. Diese Entwicklung trat und tritt die Bundesregierung entschieden entgegen. Sehr geehrte Damen und Herren, jeder vierte Österreicher bzw. jede vierte Österreicherin lebt in einer Wohnung, die von einer gemeinnützigen Wohnungsgenossenschaft errichtet wurde. Auch wenn es da und dort Verbesserungsbedarf gibt, ist die gemeinnützige Wohnungswirtschaft Garant für leistbares Wohnen. Darauf gilt es aufzubauen, und in diesem Sinne wird diese Bundesregierung die Gemeinnützigkeit auch weiterentwickeln. Herzlichen Dank. Sagt Johann Singer, ÖVP-Sprecher für Wohnen und Bauten. Rudolf Plessl von der SPÖ ist der nächste Redner. Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Rechnungshofpräsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, geschätzte Kollegen und Kolleginnen. Der Kollege Zanger ist leider nicht da, aber ich gehe davon aus, er wird das nachlesen können. Und Frau Präsidentin, Sie sind mit dem Rechnungshof sind Sie ein Teil des Nationalrates und sind hier nicht der Regierung verpflichtet. Und wenn er hier schon Themenverfehlung macht und eine Kritik anbringt, dann muss man ihm das mitteilen, dass der Rechnungshof ein Teil des Nationalrates ist und nicht ein Teil dieser Bundesregierung. Das möchte ich hier mal festhalten. Er kann sie dann im Protokoll nachlesen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte auf zwei Berichte des Rechnungshofes eingehen. Der erste Bericht betreffend der Verkäufe von Wohnungen und gemeinnützigen Bauvereinigungen. Und der zweite Bereich wird dann die G7 sein, die gemeinnützige Siedlungs- und Bauaktiengesellschaft. Der erste Bericht vom Rechnungshof betreffend der Verkäufe von Wohnungen war im Zeitraum März bis Juni 2016 und der Überprüfungszeitraum war 2011 bis 2015 insgesamt bei 4 Wohnbaugesellschaften. Die GEDESAG, die gemeinnützige Donau-Ennstaler Siedlungsaktiengesellschaft mit Sitz in Krems, die GWG, die gemeinnützige Wohnungsgesellschaft der Stadt Linz mit Sitz in Linz und die gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft der Wiener Stadtwerke, die GWSG, mit Sitz natürlich in Wien, und die Vorarlberger gemeinnützige Wohnbau- und Siedlungsgesellschaft, WOGWOSI, eine sehr interessante Abkürzung, mit Sitz in Dornbirn. Hier geht es vor allem um den Verkauf von Wohnungen, die Sie hier auch untersucht haben, die Rechtsgrundlage, Preisbildung, aber auch die Erträge. Und der Prüfungszeitraum, habe ich schon gesagt, von 2011 bis 2015. Frau Präsidentin, wir sind da eher in einem zurückhaltenden Bereich betreffend der Verkäufe, weil erstens einmal hat es schon die BUWOG-Wohnungen-Verkäufe gegeben, wo bis jetzt noch die Gerichte beschäftigt sind, haben wir gesehen, dass es nicht sehr von Vorteil ist für die Republik Österreich. Und zweitens einmal sind gerade diese Wohnungsverkäufe auch sehr wichtig, damit man auch die Marktpreise der Mietwohnungen dementsprechend steuern kann. Vor allem in Wien ist das sehr wichtig, und Sie haben hier auch festgestellt, dass bei der Wiener Wohnbaugesellschaft hier keine Wohnungen veräußert worden sind, auch mit diesem Hintergrund, weil jede Veräußerung von einer Wohnung eigentlich herausgenommen wird nämlich. Und wir sehen auch hier, dass es immer zu einer Verteuerung der Mietpreise kommt, und deswegen ist das auch so umgesetzt worden.
Der zweite Bereich, der hier angesprochen worden ist, die G7, die gemeinnützige Siedlungs- und Bauaktiengesellschaft. Da ist schon gesagt worden, die Stadt Wien ist die Eigentümerin mit 99,97%. Interessant ist die durchschnittliche Mietpreise mit 6,5 Euro pro Quadratmeter brutto und die Betriebskosten mit 1,8 sind sehr, sehr günstig. Wenn man da hier die Mietervereinigung ermittelt und Durchschnitt wert, sind sie unterhalb diesem Durchschnitt und deswegen ist es sehr wichtig, auch hier weiter diese Wohnungen anzubieten. Wir haben auch die Ministerin gefragt, ob sie noch Ergänzungen durchführen könnte, zum Beispiel auch, wäre möglich, hier eine Flächenwidmung sozialen Wohnbau verfassungsmäßig vielleicht zu verankern, damit wir auch weitere spezielle Wohnungen hier anbieten können. Leider wurde hier keine Zusage geäußert und genauso finde ich es bedauerlich, dass die 700 Millionen Euro hier, die eigentlich für 30.000 Wohnungen zur Verfügung gestanden wären, hier vom Finanzminister nicht in Anspruch genommen worden sind. Danke. So, Rudolf Plessl von der SPÖ. Als nächster Redner zu Wort gemeldet ist Philipp Schrangl von der FPÖ. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Präsidentin des Rechnungshofes, meine sehr verehrten Damen und Herren im Saal und zu Hause vor den Fernsehschirmen. Ich bin wirklich sehr erfreut, denn alle Wortmeldungen hier am Podium waren bisher von der Wertschätzung und auch von der Wichtigkeit der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft geprägt. Und es zeigt mir auch, dass wir alle hier herinnen ein gemeinsames Ziel verfolgen, nämlich leistbaren Wohnraum für die Österreicherinnen und Österreicher sicherzustellen. Ich möchte kurz auf zwei meiner Vorredner eingehen. Und zwar, die Frau Kollegin Gries hat eingeführt, dass die NEOS einen Antrag gestellt haben, der das Gehalt der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft verändern soll. Frau Kollegin Gries, wir haben das in unserem Regierungsprogramm schon aufgenommen und werden Sie erfreuen. Und wir haben Ihren Antrag etwas vielleicht modifiziert und werden auch Abstufungen nach Größe und Bautätigkeit der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft einbringen und mit berücksichtigen. Und auch Herr Kollege Zingel, ist er leider gerade nicht im Saal, ich kann mit vielen übereinstimmen, was Sie gesagt haben. Ich möchte Sie aber erinnern, dass Sie und drei Ihrer Kollegen in der letzten Periode noch bei den Grünen waren und die Grünen in Wien, wo viele Missstände auch hier in diesem Rechnungshofbericht aufgezeigt wurden und auch andere Missstände aufgezeigt werden, immer wieder in den Medien nachzulesen, Sie in Regierungsverantwortung sind und nicht der Bundesgesetzgeber alleine für diese Missstände verantwortlich ist, denn die Aufsichtsbehörde oder die Aufsicht liegt immer noch bei den Ländern und ich bitte Sie da, auf diese Länder auch einzuwirken, damit im Sinne des Volkswohnungswesens gehandelt wird. Nun zu meiner Rede. Einmal mehr hat der Rechnungshof die konkrete Ausformung von Bezügen in den Chefetagen gemeinnütziger Bundesvereinigungen kritisiert. Es zeigt aber, dass diese Bundesregierung den richtigen Weg geht. Wir werden die Bezüge umsichtig und maßvoll gestalten. Es handelt sich bei gemeinnützigen und privatwirtschaftlich organisierte Unternehmen im öffentlichen Auftrag. Nivellierungen nach unten, meine sehr verehrten Damen und Herren, sind ebenso wenig zielführend wie die derzeitige Intransparenz. Wir brauchen motivierende Gehälter, die gleichzeitig in ihrer Höhe berücksichtigen, dass der Unternehmenszweck sich eben aus dem genannten Volkswohnungswesen ableitet, das heißt für leistbaren Wohnraum zuständig ist. Zum Thema Wohnungsverkäufe möchte ich sagen, dass der Verkauf von Reihenhäusern und auch Wohnungen ebenso eine Säule der Gemeinnützigkeit ist, und zwar die Säule des leistbaren Eigentums. Es muss aber gewährleistet werden, dass es zu keinem überbordenden Abfluss sozial gebundener Wohnsubstanz kommt. Das führt mich eben zur zweiten Säule der Gemeinnützigkeit, dauerhaft leistbarer, preisgebundener Mietraum, vor allem in den Ballungsräumen. Beide Komponenten, meine sehr verehrten Damen und Herren, sind keine Gegensätze, sondern ergänzen sich vielmehr. Leistbares Eigentum und leistbare Miete bedienen beide dasselbe Grundbedürfnis, nämlich das Grundbedürfnis auf leistbaren Wohnraum für alle. Herzlichen Dank. Als nächstes ist sofort der Abgeordnete Lorca. Sagt Philipp Schrangl von der FPÖ. Nächster Redner ist Gerald Lorca von den NEOS. Dankeschön, Herr Präsident, Frau Präsidentin des Rechnungshofes, Hohes Haus.
Ja, ich darf anschließen beim Kollegen Schrangl. Es geht um die gesellschaftspolitische Rolle, die die gemeinnützigen Wohnbauträger spielen, die deswegen auch einen schönen Teil des Wohnbaufördergelds bekommen und auch steuerliche Vorzüge genießen. Aber wenn man sich anschaut, wie da die personellen Verflechtungen von Vorständen und Aufsichtsräten, manchmal mit privaten Bauunternehmen sind, aber auch mit den zwei ganz alten Parteien, dann ist das oft unerträglich. Es fehlt an der vorher schon erwähnten Transparenz und es fehlt auch an der Kontrolle. Und wenn man immer wieder sieht, wie sich Vorstände von Wohnbauträgern zufällig die schönsten Penthäuser einnähen, dann geht den Steuerzahlern mit Recht das Messer im Sack auf. Die Transparenz fehlt auch, wenn es darum geht, wie Verkäufe durch gemeinnützige Bauvereinigungen zustande kommen. Es wird eben vom Rechnungshof auch ausgewiesen, dass die Begriffsdefinitionen dafür, was Substanzwert bedeutet und was ein vernünftiges Anführungszeichen Verhältnis ist, zu relativ willkürlichen Verkaufskalkulationen führt. Und da bedarf es klarerer Regeln, wenn hier Wohnungen verkauft werden, die steuerbegünstigt entstanden sind. Warum gibt es diese mangelnde Kontrolle überhaupt? Die gemeinnützigen Wohnbauträger kontrollieren sich im Wesentlichen selbst durch den Revisionsverband. Da sitzen Leute drin, die aus den Gemeinnützigen kommen und es ist die Gefahr sehr groß, dass da die eine Krähe mit der anderen sehr gnädig ist. Gnädiger, als es angebracht wäre. Und wenn man hier liest, was sich in den Berichten abspielt, dann ist es hochbedauerlich. Es gilt ja zu Unrecht, aber es gilt das Bundesland Vorarlberg als besonders sauber. Und genau dort spielt sich der Fall ab bei der Vogivosi, wo jemand für die Fahrt zwischen Wohnung und Arbeitsstätte auch noch Kilometergeld abrechnen darf gegenüber dem gemeinnützigen Wohnbauträger. Und bei der G7, das ist auch schon angeführt worden, da führt der Rechnungshof sehr schön aus, wie die hohe Verzinsung der Eigenmittel mit 3,5%, was momentan einfach nicht dem Marktzinssatz entspricht, dazu führt, dass die Mieter mehr Miete zahlen müssen als eigentlich notwendig. Und das ist schon besonders bekannt. Jetzt gehört der Träger der Stadt Wien im Wesentlichen. Und die Stadt Wien könnte das Wohnen dort billiger machen, wenn ihr Wohnbauträger einen anderen Zinssatz ansetzen würde und man macht das nicht. Und dann beschweren sich die Sozialdemokraten, dass das Wohnen teurer wird. Das, was sie selber in der Hand haben, nützen sie die Möglichkeiten nicht. Und wie immer diskutieren wir solche Berichte, wo es um die Schmutzigkeiten in den schwarzen und roten Einflussbereichen geht, um die Uhrzeit. Zu Wort gemeldet ist Gerald Lorca von den NEOS beklagt, dass es beim Verkauf von steuerbegünstigten Wohnungen keine Transparenz gebe. Angela Fichtinger von der ÖVP ist am Wort. Danke, Herr Präsident. Sehr geehrte Frau Rechnungshofpräsidentin. Ja, auch ich möchte kurz auf das Thema Bericht über die Verkäufe von Wohnungen durch gemeinnützige Bauvereinigungen zurückkommen. Der Kollege Blessel hat schon angesprochen, welche Vereinigungen und Bauvereinigungen das sind. Speziell möchte ich an diesem Punkt die GEDESAG aus Krems ansprechen. Es war zu dieser Ausschusssitzung auch der Direktor Graf eingeladen, der uns sehr viel berichtet hat über Vergabe der Wohnungen, über den Preis und vor allem auch über die Gehälter der Geschäftsführung, die dort schon umgestellt sind auf all inklusiv Verträge. Und es war eine sehr umfassende und höchst interessante Auskunft, die uns er da gegeben hat. Ja, grundlegend ist der gemeinnützige Wohnbau, die gesetzliche Lage im Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz geregelt. Es wird hier klar festgelegt, dass die Tätigkeit gemeinnütziger Bauvereinigungen unmittelbar auf die Erfüllung dem Gemeinwohl dienender Aufgaben des Wohnungs- und Siedlungswesens zu richten ist. Insbesondere die Berechnung von Herstellungskosten, Zulässigkeit von Wohnungsverkäufen und die Preisberechnung bei eben diesen Verkäufen geregelt. Insgesamt gab der Rechnungshof 13 Empfehlungen ab, wobei auf alle Bauvereinigungen übergreifend 11 Empfehlungen fielen und 2 Empfehlungen fielen an das damalige Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, so wie es damals noch hieß. Jetzt ist es ja das Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft.
für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, so heißt es jetzt. Ja, die gemeinnützigen Bauvereinigungen tragen einen großen und wichtigen Teil zur Schaffung von Wohnraum und Lebensraum. Und das ist auch etwas Wichtiges. Insbesondere wird durch die nachträgliche Wohnungsbegründung das Wohnungseigentum gefördert. Und das ist wichtig, speziell für junge Familien, die sich einen Wohnraum schaffen und daher auch diese Unterstützung benötigen. Ich sage danke auch an die Frau Rechnungshofpräsidentin, dass diese Zusammenarbeit auch immer wieder funktioniert. Und auch die Frau Ministerin hat eigentlich zugesagt, dass man sich natürlich verschiedene Dinge anschauen muss, speziell Gehälter und auch natürlich alles, was damit verbunden ist, auch Spekulationen. Aber sie hat das einmal zugesagt, dass natürlich das auch immer wieder angeschaut werden muss. Danke. Gemeinnützige Bauvereinigungen seien speziell wichtig für junge Familien, die Wohnraum bräuchten, sagt Angela Fichtinger von der ÖVP. Ruth Becher von der SPÖ ist die nächste Rednerin. Danke, Herr Präsident, Frau Präsidentin des Rechnungshofes, meine sehr geehrten Damen und Herren. Noch einmal zurück zur GESIBA. Der Rechnungshof hat ja mit der GESIBA ein Unternehmen der Stadt Wien beleuchtet, das trotz seiner 100-jährigen Geschichte ein sehr schlankes und effizientes Unternehmen ist. Und der Rechnungshof übt aber auch Kritik an den erzielten Überschüssen. 2014 waren es ca. 30 Millionen Euro. Und dieser Überschuss sollte zugunsten der Miete, die Mieter bezahlen, reduziert werden. Und das halte ich persönlich nicht für sehr sinnvoll, denn die Rücklagen helfen ja den Unternehmern einerseits bei der Grundstücksbevorratung, bei Konjunktureinbrüchen, bei Renovierungen und kommen somit aber auch jungen Wohnungssuchenden zugute. Und es ist auch vorgesehen im Generationenvertrag, dass die Rücklagen hier vorhanden sind. Also es ist hier die Frage, geringere Mieten bei 1,80 Euro Grundmiete, das käme ja, dieser Betrag kommt ja nur dafür in Frage, der rückgelegt wird, oder dann teure Mieten für die jungen Wohnungssuchenden. Und da halt kann ich persönlich diese Kritik nicht teilen. Aber zu den Dingen, zu den Gehältern sehr viel gesagt worden, zu den Dingen, die Mieterinnen und Mieter wirklich interessieren und was für die Wienerinnen und Wiener interessant ist. Und die Wienerinnen, es besitzen ja alle Wienerinnen und Wiener ein Unternehmen mit 30.000 Wohnungen in einem sehr guten Zustand. Und diese Werte gehören auch vor dem Zugriff geschützt, dass es nicht so passiert wie bei der BUBOG, dass es billig verkauft wird und letztendlich dann in ausländischer Hand landet. Die Bausubstanz ist ganz ausgezeichnet und stellt einen sehr großen Wert dar. Und die Wienerinnen und Wiener, und das wurde auch schon gesagt vom Kollegen Blessl, zahlen ja hier eine sehr günstige Miete und auch sehr günstige Betriebskosten. Laut Rechnungshof sind die Mieten billiger als bei anderen gemeinnützigen Bauvereinigungen. Die Betriebskosten mit 1,46 unter dem Betriebskostenspiegel, der mit über 1,72 pro Quadratmeter angegeben ist. Das heißt, diese Dinge werden ausdrücklich vom Rechnungshof auch gelobt. Und ich befürchte, dass wahrscheinlich nicht alle den Wert der Gemeinnützigkeit im Wohnbau auch wirklich schätzen können. Aber die Wienerinnen und Wiener können das sehr wohl. Und es hat eine Umfrage von SORA gegeben 2016. Und da haben sich 75% der Bewohnerinnen der GESIBA für die Preiswürdigkeit der Wohnungen mit sehr gut beurteilt. Und ich denke, das ist ein gutes Urteil. Dankeschön. Zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Ruth Becher von der SPÖ. Nächster Redner ist Alois Kainz von der FPÖ. Danke, Herr Präsident, sehr geehrte Frau Rechnungshofpräsidentin, Hohes Haus, sehr geehrte Damen und Herren.
Ich möchte den Bericht des Rechnungshofes betreffend dem internen Kontrollsystem bei Direktvergaben näher eingehen. Das Ziel der Überprüfung im Zeitraum von April bis Juli 2017 war es, im Bundeskanzleramt, im Bundesministerium für Finanzen, im Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie, im Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft die Umsetzung und die Empfehlungen betreffend die Optimierung, das Controlling und die Kontrolle der Vergabeprozesse zu überprüfen. Bereits in einem Vorbericht schlug der Rechnungshof zur Optimierung des Beschaffungswesens dem Bund vor, ein standardisiertes, bundeseinheitliches Controlling einzurichten, sodass eine Planung, Steuerung und Kontrolle innerhalb des jeweiligen Ressorts auf Ebene einzelner Beschaffungsgruppen ermöglicht werden kann. Des Weiteren hat der Rechnungshof empfohlen, ressortweit verbindliche Standards und Checklisten für Beschaffungen festzulegen, um die rechtmäßige und zweckmäßige Abwicklung sowie eine übersichtliche, vollständige Dokumentation von Vergaben zu unterstützen. Nun stellte der Rechnungshof fest, dass das Bundesministerium für Finanzen und das Bundeskanzleramt betreffend des Vorberichtes eines einheitlichen Beschaffungskontrollings nicht umgesetzt haben. Anknüpfend an den Vorbericht erhob der Rechnungshof daher erneut die Empfehlung, dass ein standardisiertes, ressortweites Controlling einzurichten ist, welches eine Steuerung und Kontrolle innerhalb des jeweiligen Ressorts auf Ebene einzelner Beschaffungsgruppen zulässt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Bericht des Rechnungshofes betreffend dem internen Kontrollsystem ist bei Direktvergaben objektiv und detailliert und daher ist dem Bericht auch zuzustimmen. Alle Stellen werden von einem standardisierten bundesweiten Controlling im Bereich der Direktvergaben profitieren und zudem können wir so mehr Transparenz schaffen. Und das ist in meinen Augen sehr zu begrüßen. Danke. Mehr Transparenz wünscht sich auch Alois Kainz von der FPÖ. Nächste Rednerin ist Maria Smoditsch-Neumann von der ÖVP. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Präsidentin des Rechnungshofs, ich darf mich auch beziehen auf das Thema Vergabe. Wir haben jetzt schon, glaube ich, sehr ausführlich gehört, welche Ministerien im Prüfungsumfang waren, wann die Prüfung begonnen hat. Die Frau Abgeordnete Greiner hat es historisch sehr gut aufbereitet mit der Follow-up-Überprüfung von April bis Juni 2017. Und jetzt darf ich dann irgendwo, habe ich das Gefühl, es ist ein bisschen ein Blackout entstanden, denn ich darf Sie erinnern, nach dieser Follow-up-Überprüfung, da hat es ein Datum gegeben, das war der 15. Oktober 2017 und da war was. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern können, können Sie sich daran erinnern, was am 15. Oktober 2017 war. Es gab auch den 9. November 2017, nämlich eine konstituierende Sitzung und danach veränderte Gegebenheiten. Und eine weitere, vielleicht kleine Korrektur der selektiven Wahrnehmung darf ich auch noch bemerken. Die Frau Bundesministerin war ja als Gast bei uns im Ausschuss und hat sehr wohl und sehr ausführlich auch dazu Stellung genommen, dass sie sich den Empfehlungen des Rechnungshofs absolut anschließt und hat da auch schon einige Dinge umgesetzt. Und im Arbeits- und Budgetprogramm gibt es mittlerweile eine Checkliste für die Direktvergaben und möchte nur ein paar Punkte daraus zitieren. Es sind wirklich nur ein paar, zum Beispiel die Wahl des Vergabeverfahrens zu begründen, die Notwendigkeit, die Relevanz, den Nutzen der Vergabe darzustellen, mehrere Angebote einzuholen, um vergleichen zu können, dieses ganze Prozedere zu dokumentieren. Also das, liebe Kollegin Greiner, was Sie gefordert haben, ist eigentlich hier
in Beginnung der Umsetzung beziehungsweise schon umgesetzt. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn Sie diese Energie in dem Bereich zum Beispiel ausleben würden. Ich hätte einen Vorschlag, wo wir vielleicht auch gemeinsam was bewegen können. Weites Betätigungsfeld wäre Wiener Wohnen, wäre ein Vorschlag. Vielleicht haben Sie Lust dazu. Es liegt jetzt aber sozusagen auch wirklich noch an der Umsetzung. Und wir sind ja öffentlicher Auftraggeber, sind genauso auch wie Einzelne hier, einzelne Konsumenten. Und es ist natürlich jetzt schon eine Frage, wie wir umgehen, was wir daraus machen, dass wir uns nicht oder dass wir den Bereich der Vergangenheit in die Kompetenz der Frau Rechnungshofpräsidentin legen und dass wir den Bereich der Zukunftsgestaltung in unsere Hände nehmen. Das sehe ich schon als Verantwortung von uns und in Zukunft auch durchaus diese Schleife einziehen, nicht nur den Preis, sondern vielleicht auch die Regionalität mit einzubeziehen. Nahversorgung ist nicht nur Lebensmittel, Nahversorgung kann auch Dienstleistung sein, können Handwerksleistungen sein. Ich glaube, es ist ganz wichtig, wir können mit dem sehr verantwortungsvoll umgehen und wir haben es einfach in der Hand und ich lade Sie herzlich darauf ein, dass wir gemeinsam rechtzeitig darauf schauen, dass wir das heute, was wir heute haben, auch morgen noch haben. Dankeschön. Maria Smolitsch-Neumann von der ÖVP, Reinhold Einwallner von der SPÖ. Sehr geehrter Herr Präsident, Frau Rechnungshofpräsidentin, ich beziehe mich auch auf den Bericht über den Verkauf der Wohnungen durch gemeinnützige Bauträger und da im Speziellen über die Ausführungen, die die Vogiwose, die Vorarlberger Wohnbaugenossenschaft betrifft. Im Berichtszeitraum hat die Vogiwose insgesamt 36 Wohneinheiten verkauft. In der Geschichte oder seit den 70er Jahren wurden gesamt gut 1000 Wohnungen sind auf den Verkauf, in den Verkauf gegangen. Und das ist, glaube ich, auch der entscheidende Punkt und der Spannungspunkt in der politischen Frage, wie man sich dazu verhält. Denn natürlich ist es so, dass es gibt auf der einen Seite den Wunsch nach Eigentumserwerb, auf der anderen Seite wissen wir aber, dass wir nur mit ausreichendem gemeinnützigen Wohnbau auch die Mietniveaus auf einem leistbaren Niveau halten können. Und gerade in einer Region wie in Vorarlberg, wo die Preise explodieren am Wohnungsmarkt, ist der gemeinnützige Wohnbau gefordert und braucht es viel gemeinnützigen Wohnbau, der auch gemietet werden kann. Und ein Verkauf der Wohnungen macht wenig Sinn, weil jede verkaufte Wohnung den Markt natürlich wieder eine entzieht am günstigen, am leistbaren Wohnraum. Und nur, dass Sie eine Vorstellung haben, wie gering der Anteil von gemeinnützigen Wohnungen ist in Vorarlberg. In Feldkirch zum Beispiel, der zweitgrößten Stadt in Vorarlberg, sind es gerade mal 11% gemeinnützige Wohnungen. In Dornbirn sind es 16% gemeinnützige Wohnungen. Das erhöht natürlich den Druck, dass jetzt gebaut werden muss und noch mehr gebaut werden muss, aber nicht mehr verkauft werden muss. Und das erkennt jetzt Gott sei Dank auch die Vogiwose und das Land schon langsam, weil man von dieser Politik der Mietkauf und des Verkaufens der Wohnungen jetzt ein bisschen zurückfährt und das reduziert. Also verkaufen nur dann, wenn es wirklich Sinn macht und wenn genug Wohnraum vorhanden ist, genug leistbarer Wohnraum vorhanden ist. Und dann ist es wichtig, die Empfehlungen des Rechnungshofes aufzugreifen. Das heißt, das klar heißt, es braucht eine Transparenz beim Verkauf. Also der Käufer muss dann auch wissen, dass es eine Kostenwahrheit und eine Transparenz gibt. Und da geht es gerade in den Bereich der Eigenleistungen, die Genossenschaften erbracht haben, dass es wirklich die tatsächlichen Kosten verrechnet werden und nicht nur Pauschalsätze, wie das teilweise gemacht wird. Also grundsätzlich muss man sagen, es ist eine Thematik, wo man in erster Linie darauf achten muss, dass es mehr leistbaren Wohnraum gibt, gerade in Ballungszentren. Und das Rheintal ist so ein Ballungszentrum, wo das ganz, ganz wichtig ist. Und lassen Sie mich abschließend auch noch eines sagen, weil es von der Freiheitlichen Partei gekommen ist. Eine Kritik an der Frau Rechnungshofpräsidentin, weil sie sich zu Wort gemeldet hat in der Sozialversicherungsreform. Meine Damen und Herren, ich schätze das sehr. Ich schätze das sehr, dass sich eine Präsidentin des Rechnungshofes auch einmal davor zu Wort meldet und sagt und uns klar sagt, wenn es zum Greifen eine Reform gibt, die einfach mehr kosten wird, die Kosten verursacht und die Berechnungen der Bundesregierung hier überhaupt nicht stimmen. Dankeschön.
Reinhold Einwallner von der SPÖ sagt, gerade in Vorarlberg sei der gemeinnützige Wohnbau gefordert. Jede verkaufte Wohnung entziehe dem Markt nämlich wieder eine leistbare Mietwohnung. Deswegen sollten Wohnungen nur dann verkauft werden, wenn es gerechtfertigt sei. Peter Gerstner von der FPÖ. Herr Präsident, sehr geehrte Frau Rechnungshofpräsidentin, werte Kollegen. Es ist schon sehr viel gesagt worden über die Rechnungshofberichte, die wir heute hier im Plenum behandeln. Lassen Sie mich einige Gedanken über den Rechnungshofbericht zur G7er gemeinnützigen Wohnbaugesellschaft sagen. Dass die G7er, die gemeinnützige Siedlungs- und Bauaktiengesellschaft, sich zu 99,97% im Eigentum der Stadt Wien befindet, wurde bereits erwähnt. Dass sie leider Gottes einige Empörung und Aufregung in den Zeitungen gesorgt hat, ist leider Gottes auch bekannt, wie man mit Geld umgeht. Die G7er ist eigentlich mit der Errichtung und der Vermietung wie auch der Verwaltung von Wohnungen und Geschäftslokalen sowie der Erbringung von Planungs- und Bauaufsichtsleistungen betraut. Doch die Wahrheit ist, der Wohnungsmarkt ist zu einem viel umkämpften Pflaster geworden, in dem sich die gemeinnützige Wohnungsgesellschaft, die G7er unter anderem, auch befindet. Wie zweifelsohne auch alle anderen gemeinnützigen Bau- und Siedlungsgenossenschaften, sollte die G7er sich darum kümmern, dass jene Menschen, die dringend eine Wohnung benötigen, die auch eine bekommen. Doch einfach nur eine Wohnung zu benötigen, ist bei der G7er scheinbar noch lange kein Grund, auch eine Wohnung zu bekommen. Die Tatsache, dass die Listen für die wieder zu vermieteten Wohnungen einfach von den Sachbearbeiter und Sachbearbeiterinnen verändert werden, steht leider Gottes auch im Rechnungshofbericht drinnen. Aber die Hauptsache ist, die Vorstandsvorsitzenden werden fürstlich entlohnt. Das muss man sich einmal vorstellen. Der Vorstand der G7er kann bis zu 25% mehr Jahresbezug kassieren als der Wiener Bürgermeister. Durch diverse Zulagen, nicht nur ein fürstliches Gehalt, sondern auch durch die Zulagen Ostergeld, Dienstalterzulage und dergleichen. Das ist leider Gottes typisch für die SPÖ, ganz nach dem Motto, ich nehme, was mir zusteht, gibt es keine Richtlinien für die Vergabe, aber dafür fürstliche Gehälter für die Vorstandsmitglieder. Sogar der Rechnungshof hat die G7er kritisiert und natürlich auch empfohlen, dass beispielsweise die sozialen Begründungen zu dokumentieren sind, warum man eine Wohnung bekommt oder warum man eben keine bekommt. Und die Gewinne der G7er sind auch an die Mieter und die Gewinne sind an die Mieter und Mieterinnen weiterzugeben. Auch das kritisiert der Rechnungshof. Auch das wurde nicht gemacht. Meine sehr geehrten Kollegen, zu meiner Linken, ich würde Sie bitten, bevor Sie sich von anderen öffentlichen Organisationen und Ministerien verlangen, dass Sie die Rechnungshof Vorschläge und Empfehlungen umsetzen. Fangen Sie bei der G7er an und setzen Sie dort die Empfehlungen des Rechnungshofes um. Dankeschön.